An erster Stelle möchte ich dem Sony Center in Zürich danken, dass mir die Apparate zur Verfügung gestellt hat, dass ich dieses Video überhaupt machen konnte. Ich habe mir schon lange die Frage gestellt, lohnt es sich in der heutigen Zeit überhaupt noch eine Videokamera zu kaufen? Denn der ganze Markt ist ja mit DSLR-Kamera überflutet. Nun habe ich mal die Sony ZV-1 II und die Sony AX-53 ausprobiert. Was bei der Videokamera sehr schnell auffällt, ist, dass sie einen optischen Bildstabilisator verbaut hat. Das hat die neue ZV-1 nicht. Bei der Sony AX-53 ist mir aufgefallen, die ist nicht so gut für UHD. Sie hat nur 25p, sie hat nur 8-Bit. Die Randschärfen sind nicht gut am Objektiv. Und das Bildrauschen lässt auch zu wünschen übrig. Diese Kamera muss man für Full HD brauchen, also so mit 50p mit dem XAVCS Codec. Da ist sie noch ganz gut. Jetzt mache ich mal mit der Sony AX-53 den Vlogging-Test. Die hat ja einen optischen Bildstabilisator. So stehend ist ja das keine Kunst. Aber wenn man damit läuft, wie sieht es dann aus? Das ist sicher nicht schlecht, weil die stabilisiert sehr stark. Die Videokamera hat nur 8 Megapixel, was aber für Full HD besser ist. Das braucht weniger Prozessorleistung, um das Ganze runterzurechnen. Das gibt natürlich eine anständige Qualität. Sieht richtig gut aus bei Full HD. Bei der neuen ZV-1 sieht man genau, dass sie im Full HD eine wirklich schlechte Qualität bringt. Das ist irgendwie so unscharf. Ich denke, die mussten das sparen, weil sonst der Prozessor zu heiß wird. Die hat ja 20 Megapixel, da muss es das runterrechnen und irgendwie geht das da nicht so richtig. Und das sieht einfach nicht gut aus auf dem Bild. Da muss man mit UHD aufnehmen und das nachher runterrechnen. Dann sieht es eigentlich gut aus. Auch die Randschärfen vom Objektiv lassen eher zu wünschen übrig. Das sieht man vor allem bei UHD. Die UHD-Qualität ist natürlich besser wie bei der AX-53, weil der Sensor größer ist. Full HD ist jetzt 50p, 8-Bit. Wenn man hingegen eine wirklich gute UHD-Qualität machen will, dann muss man eine Sony Alpha 7S III oder eine ZV-E1 kaufen. Da geht das schon ganz ordentlich.